Heute das Thema bei Anne Will. Der erste Diener des Staates. Fehlen uns heute die preußischen Tugenden des alten Fritz? Zu Gast sind Guido Knopf, Journalist und Historiker. Gregor Gysi, Fraktionschef der Linkspartei. Jutta Ditfurth, die Publizistin, die ihren Adelstitel abgelegt hat. Und der Schauspieler, der preußischer Tugend durchaus noch immer viel abgewinnen kann, Ulrich Matthes. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Anne Will. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Danke für den echt freundlichen Empfang. Gestern am Berliner Gendarmenmarkt, da gab es einen großen Festakt. Es galt, den 300. Geburtstag von Friedrich II. Von Preußen zu feiern. Und es gab eine sehr interessante Begegnung. Der Bundespräsident traf auf den Bundespräsidenten. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Hier ist Richard von Weizsäcker. Herzlich willkommen. Herr von Weizsäcker, wenn wir gestern richtig mitgezählt haben, dann sind Sie sehr, sehr oft namentlich erwähnt worden, waren andauernd und immer wieder im Bild. Und wenn es stimmt, dann waren Sie fast so präsent wie Friedrich II. Und präsenter als der aktuelle Bundespräsident. Nein. Ist Ihnen das unangenehm? Doch, wir haben gezählt. Stimmt alles beides nicht? Also, das Thema, was Sie mit uns besprechen wollen, halte ich ja deswegen für sehr schwierig, weil wir über eine Person und ihren Charakter sprechen. Wenn wir uns darüber einigermaßen verständigen können, und das halte ich für sehr erreichbar, dann wird sich zeigen, dass die Verhältnisse zu seiner Zeit und die heutigen Verhältnisse so unvergleichbar sind, dass man sehr schlecht heute danach fragen kann, warum haben wir die preußischen Tugenden nicht heute, die seinerzeit der damalige König von Preußen verkörperte. Wir sind eine Demokratie und eine Demokratie hat doch keine Tugenden. Absolut. Dennoch darf man ja fragen, und das wollen wir heute Abend tun, bevor Sie uns jetzt gleich am Anfang schon die ganze Sendung zumachen, Herr von Weizsäcker, wollen wir wissen, Sie sitzen gestern auf diesem Festakt. Sie denken noch mal über Friedrich II. Von Preußen nach, wie Sie es ohnehin schon getan haben. Sie haben mal eine hervorragende Rede anlässlich seines 200. Todestags gehalten. Worin ist oder war Ihnen Friedrich II. Mit Rücksicht auf die Bedingungen seiner Zeit ganz klar ein Vorbild? Ein Vorbild war er für niemanden, den ich je kennengelernt habe. Er hat uns deutsch sprechenden Leute in der Mitte des europäischen Kontinents immerhin auf den Weg gebracht, uns unter diesen verschiedenen europäischen Überlieferungen und Völkern einigermaßen verständlich zu machen. Ich selber stamme nicht aus Preußen, sondern aus Württemberg, und habe zu meiner Freude gehört, was bei der von Ihnen erwähnten Veranstaltung gestern auch zum Ausdruck kam, das Haus Hohenzollern eigentlich aus Württemberg kommt, aus Hechingen. Es ist, ich meine, ich bin, wie das in meinem Alter dann unvermeidlich war, nach dem Schulabschluss beim Militärdienst gewesen. Und da war ich dann in Potsdam bei einem Infanterieregiment. Und Sie können natürlich sagen, vielleicht habe ich da schon etwas von preußischen Tugenden the hard way beigebracht bekommen, die auch auf den alten Fritz zurückgehen. Aber das, was uns an ihm wirklich fasziniert, sind ja doch ganz andere Eigenschaften. Deshalb die Frage, inwieweit war er Ihnen ein Vorbild und war möglicherweise beispielgebend für Ihr Amtsverständnis? Nein. Auch nicht? Nein. Bitteschön, er war
ein regierender Fürst mit diktatorischen Eigenschaften, die er für sich beanspruchte, um auf diese Weise durchzusetzen, was er für richtig und für möglich und für notwendig hielt. Er hat keinen Rat gehabt, keine Regierung, die ihn ständig zu beraten hatte. Er hat zwar bekanntlich sogar musiziert und komponiert und er hat Gedichte geschrieben, die er von seinem Bewunderer, dem Franzosen Voltaire, dann auch noch etwas verbessern ließ. Aber im Übrigen hat er doch allein regiert. Auf diese Weise hat er ja besonders deutlich zum Ausdruck gebracht, worauf es ihm auch wirklich ankam. Wenn man daran denkt, unter was für schwierigen Voraussetzungen er als Kind und junger Mann herangewachsen ist, wie er, kaum dass er selber König wurde, weil er altersmäßig eben dran war, dann als erste Maßnahmen seinerseits losgelassen hat und wie er nach seinen drei bekannten Kriegen, die er dann geführt hat, wirklich in seinem eigenen Land für den Boden, für die Bevölkerung und für ihre Schwerpunkte gesorgt hat, das sucht seinesgleichen. Ich versuche trotzdem noch mal unverdrossen weiter. Ja, wir haben ja auch noch andere Gesprächsteilnehmer, die vielleicht vollkommen anderer Meinung sind. Aber noch, genau, das wird gleich rauskommen, dass da manch einer anderer Meinung ist, selbstverständlich. Wobei Sie ja gerade ein sehr differenziertes Bild zeichnen, dann ist es immer ganz schwer, ganz anderer Meinung zu sein, weil im Grunde genommen ja schon viel angeklungen ist. Ich möchte bei Ihnen noch kurz bleiben. Sie haben gesagt, Sie sind in Württemberg, in Stuttgart geboren, haben aber ja die längste Zeit Ihres inzwischen 91, fast 92-jährigen Lebens in Berlin verbracht. Inwieweit sind Sie dann doch ein Preuße? Darüber, was das heißt, ein Preuße zu sein, habe ich nie nachgedacht und hatte auch gar keine Veranlassung darüber. Ich bin verhältnismäßig viel im Ausland schon als Kind gewesen, habe Lesen und Schreiben in Dänemark gelernt, war dann später auch noch mal in der Schweiz auf der Schule und habe sowohl in England wie in Frankreich je ein halbes Jahr studieren dürfen. Das war ein großer Vorzug, der mir damals zufiel. Und bei allen diesen Gelegenheiten habe ich doch immer wieder vor allem eins erkannt: wie schwer es für alle unsere europäischen Nachbarn ist, uns Deutsche zu ertragen. Der Fritz hat natürlich durch die Art und Weise, wie er sein Preußen aufbaute und wie er sich gegenüber, wie er das vor allem auch beschrieb, gegenüber den großen katholischen Mächten in Europa dann in Stellung brachte, auch Schwierigkeiten empfunden, ausgelöst und weitervererbt. Aber der Begriff Preußen als etwas, was unser einen in erster Linie geprägt hätte, den habe ich als solchen nie empfunden. Und die sogenannten Tugenden, nehmen wir Pflichterfüllung, harte Arbeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ist das etwas, was Sie für sich gelten lassen? Und wenn ja, welche der Tugenden? Ja, aber bitteschön, warum muss man das preußisch nennen? Sagt man so. Das darf man ja. Man könnte ja auch sagen, es sind die Sekundärtugenden, aber gelegentlich fasst man sie genauso als preußische. Selbstverständlich darf man das so nennen, aber ich meine, der alte Fritz hat, der ja als sehr junger Mensch, Alleinherrscher in seinem zunächst noch unarrodierten Gebiet herrschte, zunächst lauter Sachen gemacht, vor denen man doch nur den Hut ziehen kann. Er hat also die Folter erst einmal abgeschafft. Dann hat er zum Beispiel etwas gemacht, was ja heute manchmal auch ganz nützlich wäre.
nämlich dass er gesagt hat, man soll es mit der Kontrolle der Medien nicht so furchtbar weit treiben. Die Gazetten sollen nicht geniert werden. Ja. Stellen Sie sich mal vor, was der alles zu sagen hätte heute. Dann hat er dafür gesorgt, dass im Scheidungsrecht die Frauen nicht immerfort benachteiligt werden. Also lauter solche Sachen für das Zusammenleben der Menschen untereinander, die möglichst friedlich auskommen sollen. Das war seine eine Hauptaufgabe. Und die andere Hauptaufgabe bestand darin, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass niemand von außen hereinkommen und diesen Aufbau seines Staates zerstören könnte oder stören könnte. Das hat er gemacht und in den ersten Jahren. Und dann hat er angefangen mit seinen Kriegen, mit denen er in erster Linie, also zum Beispiel nicht das große Reich der Kaiserin Maria Theresia oder Österreich zerstören wollte oder ähnliches, sondern er wollte nur seinen Preußen arrondieren. Das hat er gemacht. Das hat er in einer Form gemacht, die dazu geführt hat, dass der doch vielleicht interessanteste Philosoph im Lauf der deutschen Geschichte, nämlich Immanuel Kant, ihn ernannt hat als den König des 18. Jahrhunderts. Warum? Weil der alte Fritz die Aufklärung vorangetrieben hat. Mhm. Weil er mithilfe dieser Aufklärung dafür sorgen wollte, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann und er ihn nicht irgendwie vorgeschrieben bekommt. Und das waren bedeutende Leistungen von dieser Person. Aber das sind nicht preußische Tugenden, die man auf eine Demokratie nach heutiger Art übertragen kann. Sitzen Sie noch? Deswegen finde ich die Fragestellung, mit der Sie auf uns losstürmen, bisschen problematisch. Echt? So schlimm gleich? Na, ich merke schon, dass ich nicht so total viel weiterkomme. Aber lassen Sie es mich so versuchen. Sitzen Sie noch jeden Tag am Schreibtisch? Ja. Man bekommt viel Post. Viel davon ist ziemlich überflüssig. Und dann soll man da und dorthin kommen und Beiträge leisten oder Geld sammeln oder weiß der Kuckuck was. Und manches davon ist natürlich auch ganz sinnvoll, das will ich ja nicht leugnen. Es gibt viele Stellen, wo es notwendig ist, freiwillige Hilfsmaßnahmen auch wirklich zustande zu bringen. Mit solchen Problemen hat der alte Fritz noch nichts zu tun gehabt. Der musste ja erst mal seiner Bevölkerung nahebringen, viele Zuwanderer gern und von Herzen her willkommen zu heißen und ihnen außerdem allen miteinander nahezubringen, wie wertvoll und unverzichtbar die Kartoffel ist, nicht wahr? Und er hat immerhin eine Verbindung zu den Kirchen gehabt, mit denen er ja sonst keinen Kontakt hatte. Er ließ nämlich durch Kanzelabkündigungen dafür sorgen, dass die Kartoffel angepflanzt werden sollen. Also dieses jeden Tag am Schreibtisch sitzen, wenn ich da einhaken darf, lassen Sie das gelten als eine Tugend? Dass ich am Schreibtisch sitze? Ist das eine Charakterfrage? Steht das für eine Disziplin, die Sie in sich tragen? Oder aber wenn ich einen Brief kriege, dann muss ich doch nachsehen, ob ich mich dafür bedanken darf oder muss oder es mir verbitten darf oder und so weiter. Ich meine, man muss doch vernünftig miteinander umgehen. Fehlen uns insgesamt, und mit uns meine ich der Gesellschaft und der Repräsentanten, das, was wir immer noch, Sie vielleicht nicht, die sogenannten preußischen Tugenden, ich versuche es ein letztes Mal, des alten Fritz nennen. Und damit meine ich eben Pflichterfüllung, Maßhalten, Bescheidenheit, Disziplin. Fehlt uns das? Das fehlt im Grunde genommen jedem Menschen von der Geburt an, auf die eine oder andere Weise. Nur die Vorstellung, es wäre die Erfindung eines sehr intelligenten,
und auf seinen Ruhm bedachten Monarchen zurückzuführen. Das geht doch nun wirklich zu weit. Sich vernünftig zu benehmen, den Nachbarn gegenüber hilfreich zu sein, wenn es doch bei denen irgendwo brennt. Meine Güte noch mal, das ist doch überall, wo Menschen zusammenleben, notwendig. Das hat doch der alte Fritz nicht erfunden. Die unterhalten sich da hinten, unsere anderen Teilnehmer. Ja, und da laufen wir jetzt auch rüber. Da laufen wir jetzt auch dann endgültig rüber und diskutieren weiter darüber, was uns vom alten Fritz geblieben ist, darüber auch, ob zu Unrecht ihm vieles zugeschrieben wird, wie uns Richard von Weizsäcker ausgeführt hat, was wir die preußischen Tugenden nennen. Und gucken uns also noch mal an, wer war denn Friedrich II. Von Preußen? Der junge Friedrich, geboren am 24. Januar 1712 in Berlin. Er leidet sehr unter dem militärischen Drill seines Vaters, des Soldatenkönigs, und entwickelt so eine tiefe Abneigung gegen das Militär. Wenn ich diese ewige Uniform hasse, wenn ich erst König bin, werde ich sie nie mehr tragen. Nie mehr. Friedrich spielt lieber Flöte, schätzt die schönen Künste, ist Philosoph und Dichter und will ein König der Aufklärung werden. Ich verspreche euch, der erste Diener meines Landes zu sein. Und tatsächlich, als König verfügt er die Abschaffung der Folter, lässt Schulen bauen, begründet ein faires Rechtssystem und fördert religiöse Toleranz und Pressefreiheit. In meinem Preußen soll ein jeder nach seiner Fasson selig werden. An seinem Hof versammelt er eine philosophische Tafelrunde mit Voltaire, dem Star seiner Zeit. Doch nach 6 Monaten als Philosoph auf dem Thron handelt er als kühl kalkulierender Feldherr. Er marschiert in Schlesien ein und stürzt ganz Europa in viele Jahre Krieg. Ihr verfluchten Racker! Wollt ihr denn ewig leben? Nach 3 blutigen Kriegen hat er 1763 Preußen als neue Großmacht etabliert und sich als Friedrich den Großen. Auf Kosten von unzähligen Toten. Und so ist Friedrich II. Für die einen der Aufklärer und Philosoph, für die anderen aber der ruhmsüchtige Machtpolitiker. So auch für unseren Studiogast Jutta Ditfurth. Sie findet: Er erzwang Kadavergehorsam, führte Angriffskriege, ließ foltern und diskriminierte und erpresste die Juden. Frau Ditfurth, warum können Sie Friedrich dem Großen so gar nichts Gutes abgewinnen, wenn doch ein paar Punkte auch positiv anklang? Also man muss ja immer irgendwie die grundsätzlichen Sachen bewerten. Und dass er nun Flöte spielen konnte, interessiert mich einfach nicht. Und dass er eine harte Jugend hat, ist ganz schlimm, haben andere Leute auch. Aber das entschuldigt nichts, was später kam. Aber am meisten nervt mich eigentlich dieser unglaubliche Kitsch, der schon bei Verniedlichung des Namens alter Fritz, irgendwie ein guter Kumpel, anfängt, wenn es doch darum geht, auch die Sachen, die jetzt zum Teil schon gesagt worden sind. Die Meinungsfreiheit, die Freiheit, sich zu äußern, galt überhaupt nicht. Die galt nicht für die Leibeigenen, die galt nicht für die Bauern und die galt schon gar nicht für die Juden. Das heißt, die große Toleranz gegenüber verschiedenen Glaubensrichtungen, wenn man sich genauer in den Quellen anguckt, und ich habe das getan, weil es ein Teil eines Forschungsprojektes von mir ist, mit welchen unglaublich subtilen Mitteln er die Niederlassungsfreiheit von jüdischen Familien beschränkte, denen Geld abpresste. Die zweiten Söhne und weitere Kinder gar nicht, die wurden abgeschoben. Das heißt, nur reiche Juden, nur erste Söhne durften unter extrem diskriminierenden Bedingungen sich gnädigerweise niederlassen. Ansonsten landeten sie, ich weiß nicht, in Polen oder in Mecklenburg oder irgendwo anders. Das heißt, das Vertreiben der Juden ging weiter. Was daran die Meinungsfreiheit sein soll, sehe ich nicht. Hinter jedem dieser Sätze, die so überliefert sind, steht eine raue Wirklichkeit für die Opfer dieser Politik. Und ich finde, man muss Politik danach bewerten, wie jemand, gerade so ein Herrscher oder irgendwelche anderen Figuren, mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgehen. Und dabei stürzt er ab. Auf der ganzen Linie. Auf der ganzen Linie. Und selbst Voltaire, diese wunderbare, wenn man sich die Details in den historischen Quellen anguckt, über diese angeblich so wunderbare Freundschaft zwischen Voltaire und ihm. Voltaire sagt, nachdem er ihn besser kennt, ganz deutlich, er trägt den Mantel des Ästheten um sich herum. Also er spricht über Kunst und spielt Flöte. Und darunter ist ein Schlechter.
Also ist der Mann, der wirklich mit großer Werf, kaputte Kindheit als Grund hin und her, kann man alles berücksichtigen, in Schlachten zieht, sich andere Leute unterwirft, sächsische Menschen erpresst, gegen Sachsen zu ziehen und die ab